Kommen Sie mir, hier ist eine Krabbe und ich kann nichts dagegen machen. Ich kann sie nicht töten. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream, ne? Zum Zankenland-Stream. Ja, Leute. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen wieder erkundet, wurden geraidet. Das war nicht sonderlich schön. Und wir haben die Sauerstoffflaschen erforscht. Und zusätzlich das Allerwichtigste: Wir haben den Ofen, also den Schmelzofen. Und haben viel Zeug gecraftet. Also auch nach dem Stream noch haben wir hier die ganzen Bachen fertig gecraftet. Und es gab Hier, wieder hol sie einen kleinen dir. Patch. Ja, was ist? Hol sie dir. Ich beweg sie schon die ganze Zeit. Was soll ich mir holen? Da liegt nichts. Direkt vor mir, hier ist eine Krabbe. Du kannst in den Stream gucken, bei mir liegt da nichts. Gib mir denn mal deine Axt. Ich habe nämlich gerade nichts dabei. Ist hier alles sicherheitshalber noch Ja, im. wir haben uns auch mittlerweile als Regel gesetzt, jedes Mal, wenn wir hier wegmachen, also den Stream beenden, dass wir vorher unsere Sachen in den Schiff einlagern, weil wir Angst haben, dass das nächste Update uns alles wieder kaputt machen kann. Ich habe übrigens nach dem letzten Mal die Raids ausgestellt, weil wir momentan echt nicht für Raids gewappnet sind. Also wirklich gar nicht. Aber ja, dieses Was ich Tool, noch. dass man die Kisten umbenennen kann, ihr könnt sehen, das habe ich direkt genutzt. Ich habe zum Beispiel die eine Kiste hier Wertsachen getauft, die andere Ausrüstung, Crafting-Material oder Essen. Also wir finden unser Zeug. Was aber echt noch fehlen tut, ist die Möglichkeit, Sachen aus der Leiste schnell zu droppen. Außerdem haben sie auch seit dem letzten Mal zwei weitere Slots in der Schnellleiste hinzugefügt. Ja, ich dachte, das fällt instant auf. Im Übrigen, etwas, was ich jetzt instant vorhabe zu bauen, Akai hat mir da auch schon sein Zugeständnis gegeben. Die Reparaturwerkbank. Ich fand, die wäre dringend mal nötig gewesen. Akai war derselben Meinung. Und die steht jetzt hier. Haben wir direkt einen Erfolg für heute. Kostet offenbar keine Ressourcen. Du spammst einfach nur F da dran. Und meine Ja, Rüstung ist was wieder ich komplett repariert. aufgewertet. Okay, die Reparaturwerkbank. 10 von 10. Hat sich gelohnt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es kaum was gekostet hat. Ich muss bei mir mal Essen reinpacken. Wir haben auch den Reparaturschläge nach dem letzten Steam entdeckt und der ist jetzt bei uns beiden standardmäßig im Schiff drin. Damit wir Zeug reparieren können. Also ich wusste, dass es die Möglichkeit gibt, Sachen zu reparieren, aber ich wusste nicht, dass es so effektiv ist. Mir fällt gerade auf, Sie haben das Inventar von den Booten erhöht, zumindest von meinem. Haben Sie? Ich guck gleich mal rein. Vorher hatte ich nur vier Reihen, jetzt habe ich sechs. Dann lohnt sich das Mutterboot ja noch mal mehr. So, ich nehme mal zwei von den Dosen mit. Es ist so doof, dass ich die erste mein Inventar ziehen muss, um die aufzuteilen. Die haben übrigens auch hinzugefügt, dass man standardmäßig beim Teilen immer auf 1 ist. Also, dass du da nicht erst rübergehen musst. Also wir haben heute auf jeden Fall vor, die eine riesige Insel zu raiden, die uns schon aus der Entfernung die ganze Zeit immer anguckt. Mein Schiff hat übrigens auch zwei Reihen mehr bekommen. Sind Okay, es. dann ist es generell in den Schiffen so. Haben die jetzt auch beim Tresor gemacht? Nee, der Tresor hat immer noch nur vier Plätze und ist Kacke. Aber dafür sehr robust. Ja, toll. Die einzige Sache jetzt, wo es wichtig ist, dass wir eh die Raids aushaben, ne? Aber ja, wir können jetzt unsere Sachen leichter wiederfinden. Ich habe sogar eine Kiste für Ablage hier benannt, damit wir, wenn wir nicht wissen, wohin, damit gerade, dass wir einfach da reinschmeißen und das dann später zuordnen. Ach, im Übrigen, wenn du dein Zeug reparieren willst, hier bei mir. Brauchst nur F drücken da dran. Dann siehst du Das das ist da ja unten. echt nice. Also das Ding, Schade. 10 von 10. Ich finde es nur schade, dass man hier nicht direkt den Sauerstofftank reinwerfen kann, wenn man ihn equipped hat. Sieht man das eigentlich, wenn man den Sauerstofftank equipped hat? Warte, lass mich mal gucken. Kannst du mal hier zum Licht kommen? Dann sehe ich das besser. Also, ich sehe nur den Rucksack. Ich sehe nicht die Sauerstoffflasche. Ich sehe auch nicht die Schwimmflossen, um ehrlich zu sein. Du hast ja nicht mal Schuhe an, ey.
Konnte ich mir Du nicht armer leisten. Schlucker. Wo ist meine Munition eigentlich? Weiß ich nicht. Eventuell hier bei Ausrüstung. Da liegen auf jeden Fall noch ein paar Kugeln drin. Ich nehme ja auch noch mal ein bisschen was mit. Ey! Ist ja noch ein ganzer Stack da. So, wenn du die Nacht skippen willst, dass wir dann da hinten raiden gehen, ich wäre dafür ready. Im Übrigen, was sie auch hinzugefügt haben, und da sind wir beide froh drüber, man kann jetzt einstellen, wie hoch die Nachspawn-Zeit ist von Sachen, die man abluten kann. Also die Loot-Nachspawn-Zeit, die konnte ich einstellen und ich habe die auf alle 3 Tage eingestellt. Nach gemeinsamer Absprache, weil ein Tag wäre zu wenig und naja, höher wäre ein bisschen viel. So. Aber wenn wir in Zukunft hier jetzt mehr von dem. Im Übrigen eine Sache, die wir unbedingt erstmal wieder aufstellen müssen, ne? Weil es ja kaputt gemacht wurde. Den Forschungstisch. Stimmt, dem wissen wir auch, ob der jetzt denn Ich habe mir nur so neu zwei gemacht werden Dosen muss genommen oder und du nicht. nimmst ja alle. Ich hab dir mein Boot geschmissen für unseren Raid. Ach, dann packe ich meine Dosen auch zu dir rüber. Hast du auch Limonade bei dir reingepackt? Ja. Ich wollte mich nicht reinsetzen. Ich wollte an die Truhe. Du Mieser! Raus aus dem Boot! Aber zackig! Ich werde mir auch noch irgendwann ein Motorboot Boah, basteln. Junge, nee, ey, die haben jetzt nochmal hier das separat gemacht, dass die Aiming-Maus-Geschwindigkeit hier nochmal erhöht werden muss. Junge, man kann jetzt im Wasser schießen! Ach nee, nur auf dem Wasser, nicht unter Wasser. Ich habe mich zu früh gefreut. Ich hatte einen kurzen Glücksmoment, dann habe ich getaucht. Hallo, man kann aber trotzdem beim Schwimmen jetzt schießen. Vorher konnten wir das nicht. Ja, kann man zumindest die Malen zerschießen, ne? Den Hai, den finden wir ja nicht. Ja, wollen Ja. wir dann zu der großen Insel rüber zum Raiden? Wir wollen ja auch dann dorthin umziehen. Ich weiß nicht, welche Insel du gerade meinst, ehrlich gesagt. Da, wo auch dieser Tank im Wasser steht. Und die Insel direkt dahinter. Die fahrende. Ja, genau in der Richtung. Nur ein bisschen weiter links. Die große Insel mit den Hangars, meine ich. Erstmal wollten wir ja gucken, wie die Inseln so aussehen und dann entscheiden wir uns im Nachhinein. Das war ja eigentlich mehr oder weniger unser Plan. So, ich habe jetzt mal den Nitro-Boost reingehauen. Ah, die haben das Boot langsamer gemacht. Jetzt fahre ich nur noch 80 statt 100. Oh. Aber wir müssen auf jeden Fall den Forschungstisch nochmal bauen. Haben wir das Teil rechts von Oh, uns eigentlich geradet? das Raft, das nehmen wir mal direkt mit. Da sind noch welche. Warte, ich habe gerade keine Ausdauer. Aber das Problem ist, dass die Waffen halt so gar keine Reichweite haben. Okay, das sind die Mutis da drauf. Ja, die kriegen wir ja easy kaputt. Ich push mein Boot langsam in die Richtung. Du hast diese Reichweite nicht, wenn du es versuchst. Erstmal den da oben. Die da oben haben Armbrüste. Ich bin schon dabei. Einer ist tot. Headshot. Ich habe mal den hier unten erschossen, der mich mit dem Speer angeguckt hat. Etwas weiter links ist auch noch einer. Da oben sind insgesamt noch zwei. Ich treffe den anderen irgendwie gerade überhaupt nicht. Jetzt habe ich Ich ihn. musste auch. Für den musste ich auch gerade mein Boot näher ranschieben, weil der zu weit weg war, wie es Okay, der scheint. andere, der steht gerade bei mir hinter diesem Kran. Den kann ich gerade nicht treffen. Ich schieß mal die hier unten ab. Der ist nicht hinterm Kran. Doch, aus meinem Blickwinkel gerade schon. Nee. Jetzt ist er in das Haus da gegangen. Immer raidet ihr uns. Jetzt raiden wir euch.
da ist auch ein Pirat, glaube ich, drunter. Wir brauchen echt bessere Schusswaffen. Ja, momentan können wir uns das ja noch nie leisten. Okay, den Schützen da oben habe ich. Ich glaube, es ist nur noch der eine da, den du gerade bekämpfst. Du meinst den Toten? Ach, ich habe Blutung. Wie gut, dass ich Bandagen dabei habe. Ich hätte jetzt gesagt, sonst könnte ich dir welche abgeben. Weil ich habe welche dabei. Also die große Kiste hier, die wurde jetzt schneller gelootet, auf jeden Fall. Wollten wir die solche Kisten nicht zusammen looten, damit das sich dupliziert? Stimmt. Vergessen. Hinter dir! Der hat sich aber auch angeschlichen. Oh, guck mal, der hat hier ein ganz eigenes Büro. In seinem Container. Der hatte sein eigenes Büro hier. Du hast es erfasst. Er hatte. Ich guck gerade erstmal, ob hier noch eine weitere Kiste irgendwo rumliegt. Das Ausdauerzeug macht, dass man die Ausdauer schneller regeneriert. Das wird noch nichts mit unserem Equipment, glaube ich. Das sind nämlich mehr als nur die Mutanten. Warte, ich komme. Das sind nämlich die Salvation Clan. Oh, das Lagerhaus, aber hier würden wir wahrscheinlich Ultra Loot herbekommen. Ich guck gerade mal unter Wasser, was hier so rumgeistert. Aber irgendwie ist hier gehende Leere. Welche Insel würde sich denn sonst noch anbieten? Was ist mit der hohen da links von der Insel? Sieht nicht so schön aus. Ja, aber da könnte doch auch gut was sein. Können ja einfach mal probieren, wie das klappt. So viele Leute haben die ja nicht. Also sehen tun mir gerade sowieso so gut wie gar nichts. Gleich. Weil gleich ist wieder Nacht. Ab und zu auch mal ins Wasser gucken. Nicht, dass wir einen Hai übersehen. Wir brauchen, wie gesagt, einen. Obwohl, ich sehe nicht wirklich viel. Ich sehe nicht wirklich viel im Wasser. Ja, aber so einen dicken, fetten Hai erkennt man ja schon. Nö. Das ist ja kein Great White, also. Den erkennt man nicht so wirklich. Bist immer noch da hinten? Mir wird zu langsam, aber sicher kalt. Mir nicht. So, was haben wir denn hier überhaupt vor der Nase? Die Zwillingsfelsen, das ist auch der Erlöser-Clan. Ich habe leider kein Fernglas, sonst könnte ich jetzt gucken, was die so für Waffen haben. Das sieht nach MGs aus, was die da haben. Das sieht nach, wir können es nicht schaffen, es mit denen aufzunehmen aus. Dann zurück nach Hause. Mit dem brauchen wir uns nicht anlegen. Da brauchen wir erst bessere Ausrüstung. Können ja noch die Insel, die rechts von unserer kleinen Felseninsel ist, also unserer Heimatinsel, können wir ja noch angucken. Dann würde ich aber zumindest mal die Nacht skippen. Du meinst die wir schon geklärt haben mit der gelben Flagge, oder wie? Nein, rechts davon.
Da, wo noch die vielen Bäume sind. Ich glaube, das Tretboot haben die auch genervt. Ich komme nicht mehr auf die 70. Zumindest nicht mehr so richtig. Hi, du lahme Ente. Den sie ist weiter weg als es aussah. Mm. Oh, guck mal, da ist eine noch fettere direkt daneben. Oh ja, aber da sind wahrscheinlich noch fettere Gegner drauf. Und was haben wir hier? Keine Ahnung. Machen wir das. Die Plünderer. Gummientenninsel. Ja. Ich hab halt auf Englisch, deswegen weiß ich nicht, wie die auf Deutsch heißen. Warum hast du das auf Englisch? Weil die deutsche Übersetzung doch ein paar Probleme gemacht hatte. Ach ja, stimmt, da war ja was. Was war das denn für ein Querschläger? Das war kein Querschläger, das war meiner. Das war mein Schuss. Und sicher, dass wir uns mit denen anlegen wollen? Zumindest nicht bei Nacht. Einer hat seinen Arsch aus dem Wasser gestreckt. Looten. Ich fahre nach Hause, ich sehe allein schon wegen der Kälte kaum noch was. Schweißwerkzeug wird verwendet, um Gebäude schnell zu reparieren. Ja, das ist wahrscheinlich der Reparaturhammer in besser. Und guck mal, wie gut ich eigentlich immer hier das Boot an... Okay. Mein Boot teleportiert sich einfach immer wieder weg jetzt. Kein Glas? Nee, habe ich alles aufgebraucht für Komponenten. Ich hatte halt nur 5 Komponenten. Okay. Was man mal machen kann. Nehmen wir mal die Seile. Und dann erforsche ich mal den Rest, der bei Stufe 1 ist. Was man mal machen kann, ist schlafen. Ich habe gesagt, was man mal machen kann, ist schlafen. Das habe ich gehört. Ein Glas und wir haben Stufe 1 fertig. Weil ich das erst zu Ende machen wollte. Ich habe jetzt hier einfach gerade schon 7 Glas gelootet. Ja, und bin Marmor nicht ist jetzt dazu gekommen. Erstmal gucke ich, dass ich den Scooter kaufen kann. Und von dem Rest denn am besten noch Batterien. Das heißt hier Rest, ich kann gerade froh sein, wenn das reicht. Um Gottes Willen, ist der teuer. Dann haben sie den eventuell teurer gemacht, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass der so teuer war. Also ich sag mal so, ich habe allein schon durch die Wertsachen einen Wert von 145, das reicht schon nicht. Und ich habe den ganzen Schrott dabei und das reicht nicht. Wie teuer ist denn der bitte geworden, ey? Aber die beiden Batterien, die kann ich dir besorgen. Dann kaufe ich vom Rest tatsächlich so viel Glas wie möglich. Ich meine, ich bin ja eh von uns beiden. Ich habe einen Hai gefunden. Ich komme gleich. Der ist beim Menschen. Ich kann tatsächlich genau alles an Glas aufkaufen, was sie hatte. Wo bist du? Ich gammel hier beim Menschen rum. Also bei der Villa. Ah, ich sehe wo. Ich komme. Ach. Boah, das. Das Teil hat den Wendekreis von einem Düsenjet. Du musst nicht mit dem Boot kommen, das ist direkt um die Ecke. Hier, ich bin schon bei dir.
Junge, jetzt steig mal von deinem blöden Boot ab. Ich nehme es trotzdem mit, dann kann ich da eventuell das ein oder andere mitnehmen. So, wo gammelt er denn? Der schwimmt da irgendwo rum. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder Schwefel. Ah, ich sehe ihn. So, dann wollen wir den mal töten. Bin schon Ich glaube, mit dran. Schusswaffen, ich glaub, mit Schusswaffen erreicht man den nicht wirklich. Beim Malen klappt's doch auch. Der ist schon tot. Ja, ich habe ihn ein paar Mal abgeschossen. Ja, aber man bekommt keine Hitbox-Indikatoren. Das ist halt übel verwirrend. Oh, hier ist Material. Ach nee, so Muscheln, okay, die lasse ich liegen. Und meine Sauerstoffflasche, die hebe ich mir fürs Boot auf. Ich müsste meine noch mal auffüllen. Oh, hier ist eine Tür, die ich einschlagen muss. Ich loote gerade die Villa. Ich bin auch dabei, muss aber kurz wieder Sauerstoff holen. Oh, ich habe ein Feuerzeug und Münzen gefunden. Okay, jetzt ist mein Sauerstofftank leer. Oh, hier ist eine dicke, fette Kiste. Okay, diese Kiste sollten wir duplizieren auf jeden Fall. Ich zeige dir gleich, wo ich muss gerade Sauerstoff nachtanken. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn wir einmal zurückfahren müssen zum Auftanken. Akaya? Du Ich stehst, bin glaube hier ich. schon in der Du hast die. Kiste. Ja, genau die meine ich. Hast du? Ja. Baumwollsamen! Wir haben endlich die Baumwolle! Ja! Ich kann nur nicht alles mitnehmen davon. Ich habe das Wichtigste jetzt zuerst genommen, nämlich den Ring. Ja, der ist ordentlich was wert. Okay, hat sich jetzt schon gelohnt, zu der Villa zu kommen. Ja, jetzt können wir nämlich Baumwolle anpflanzen. Und wie steht's um unsere Marlinhaut? Hatten wir da nicht irgendwo Marlin was? haben wir noch. Ja, da. Marlinhaut ist nicht das Problem. Dann habe ich jetzt nämlich mal den Rucksack gelernt. So, wir haben Forschungsstufe 1 jetzt komplett. So, was brauchen? Hast du irgendwas bei der 2 erforscht? Den Rucksack Okay, wahrscheinlich. wir brauchen noch mal zwei weitere Haie. Ja, die Marlins sind nicht das Problem. Auch den Stoff und das Gummi haben wir. Wahrscheinlich wieder nur Marlins. eine einzige Leiste. Ich mopse mir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was von dem Stoff. Dann mache ich noch ein paar von diesen Pflanzern. Die stelle ich dann an den Rand und da kommen dann die Baumwolldinger rein. Aber dass wir immer noch keine Handschuhe gefunden haben. Das kommt noch. Hast du deine Rüstung weggepackt? Ach, du hast die Kampfrüstung gebastelt oder wie? Und dafür wirfst du unsere Barren weg. Die brauchen wir noch. Wofür? Die brauchen wir allein schon für die nächste Forschungsstufe. Ach, die hast du gemacht ohne mein Wissen. Rede doch mit mir. Hier ist ein Recycler für drei Komponenten und elektrische Teile. Den Recycler will ich auf jeden Fall haben. Die Komponenten könnten wir noch nicht machen, weil wir haben noch nicht genug, aber. Aber das nächste Mal rede bitte vorher mit mir. Ich hätte schon gern gewusst, dass du da was tust. Ich geh mal tauchen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Das kriege ich nicht beim Tauchen.
ein bisschen Glas aufheben. Elektronische Teile. Haben wir elektronische Teile? Ja. So, der Recycler wurde erforscht. Da ist auch die Stirnlampe, die du dir die ganze Zeit wünschst. Die können wir auch direkt erforschen. Wenn wir die Komponenten haben. Braucht keine Komponenten. Was? Denn sobald wir die elektronischen Teile haben. So, den letzten Kupferbahn können wir dann auch noch ausgeben, dass wir die Batterie zumindest herstellen können. Davon abgesehen wissen wir aktuell bisher noch nicht mal, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben, Batterien wieder aufzuladen. Okay, wir können aber nur eine Stirnlampe machen. Warum? Was braucht die? Wir haben nur noch genügend elektrische Teile für eins. Und es braucht halt zusätzlich eine Batterie. Och Gott, die sieht man im Bild. Naja, natürlich. Deswegen würde ich schon gerne wissen, wie wir hier an Batterien kommen. Die kann man herstellen. Die habe ich schon erforscht. Aufladen für die Batterien, meinte ich eigentlich. Bei Stufe 2 ist doch hier Akkuladegerät. 2 Kupferbahnen, 5 Komponenten und 3 elektronische Teile. Schon hat so ein Akkuladegerät. Dann brauchen wir Kupfer. Wir brauchen alles. Wir brauchen Kupfer. Und den Generator, damit das Gerät funktioniert, denke ich mal auch noch. Also wird noch ein bisschen dauern, bis du da die Produktion siehst. Allen voran brauchen wir aber wirklich jetzt erstmal Holz. Waffenteile kann man auch erforschen. Die selbstgebauten, ein selbstgebauter Revolver und eine Schrottpistole. Wo ist die Kopflampe? Wahrscheinlich okay, und für die letzte Forschungsstufe brauchen wir 50 Schrott, 10 Eisenbahn, 10 elektronische Teile und 8 fortgeschrittene Teile. Fortgeschrittene Teile? Was ist denn das? Kann man zumindest nicht herstellen. Gönne ich mir jetzt auch mal die bessere Ausrüstung gleich, aber erstmal Recycler. Ach, dafür braucht man auch elektronische Teile. Ein Sägewerk verarbeitet normale Holzplanken zu irgendwas anderem. Ich kann nicht genau sehen, was, weil es da abgehackt ist. Und im Übrigen, deine Frage, die du dich letztes Mal gestellt hast, Forschungstisch weg gleich, man muss alles nochmal neu machen. Hat sich erledigt. Ich weiß, ich habe den ja gebaut. So, wo haben wir denn die Batterien? Weiß, dass ich sie gekauft habe. Hast du die direkt mitgehen lassen? Ich habe mir eine davon genommen, weil meine Batterie aktuell leer ist. Ich mache mir auf jeden Fall mal hier eine wesentlich bessere Rüstung. Wir brauchen echt dringend das Akkuladegerät. Und wann immer wir einen Hai sehen, töten wir den auf der Stelle. Wissen ja jetzt beide, wie er auch von nahem aussieht. So, jetzt kann ich erst einen Reparaturschlegel in die Hand nehmen. Willst du deine Rüstung nicht haben? Deine neue? Ich guck gleich. Ich gehe erstmal sicherheitshalber da oben gucken. Ich habe nichts kaputt gemacht, außer 2 Beete. Verdammt, habe ich viel Scrap Metal. Alter, die anderen sind auch fast kaputt. Ich habe da nur ein bisschen rumgehauen. Das eine ich ist. Ich weiß von nichts. Bei dem einen hätte nur noch ein Hit gefehlt. Ich weiß von nix. Ich hab nix gemacht.
Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich hab dir mal. Ich schmeiß dir mal deine Rüstung bei Ausrüstung rein, deine neue. Ich find's gut, dass wir das Wenn du das zweifarbige T-Shirt, den Eisenhelm und die Kampfknieschoner meinst, die habe ich schon. Nö, ich rede von dem. Ich habe bei Ausrüstung gesagt. Da ist eine Kampfweste drin. So. Das beschädigte Zeug habe ich reingetan. Ist genau jetzt voll. Das Zeug können wir ja behalten, kann man ja später noch verkraften. Wenn wir rausgefunden haben, wie viel das einbringt. Das leistungsstarke Ding hier und das Schweißwerkzeug, das sollten wir aber auch noch bauen. Bei dem Schweißwerkzeug weiß ich gerade nicht wofür, ehrlich gesagt. Zwei Eisen, das leistungsstarke Ding, das können wir sogar schon bauen. Die Materialien haben wir. Später laufen wir einfach mit Spätznatzrüstung rum. Also wir können es einmal erforschen und wahrscheinlich instant auch bauen. Leistungsstarker Wasserreiniger. Den Spitzenarzt-Helm, den könnten wir sogar machen, wenn wir einfach nur das kaputte Teil dafür kriegen. Weil der Helm, der ist nicht so teuer. Ein Eisenbahnmäher. Der ist ja gerade gecraftet worden. Ja, das Ding können wir auch instant bauen. Obwohl ein Glas fehlt, falls du noch eins hast. Ich habe alles, außer Glas. Ein einziges Glas noch und wir hätten den leistungsstarken Reiniger. Der auf jeden Fall wichtig wäre. Ja. Oh Junge, wir müssen echt mal hier unsere Dinger außen einfach hier leer machen. Unsere Kisten, die sind einfach mal übel voll. Vor allem hier unsere Ausrüstungskiste. Was macht die ganze Muni da drin, ey? Die gehört auch zur Ausrüstung. Aber warum die Crossbow-Bolts? Wir nutzen doch keine Crossbows mehr. Ja, wir warten ja noch, bis wir den Recycler haben. Obwohl, können wir den nicht eventuell sogar schon bauen? Ich glaube, ich habe genügend mitgebracht. Hast du den schon erforscht? Ja, hast du. Nee, ein elektronisches Teil fehlt. Sofern du das nicht hast. Ich habe zufälligerweise eins. Stell dir vor. Hier habe ich mal hingeworfen, nimmst dir. Da. Du hast dir natürlich schon eine Lampe gemacht, ey. Ich habe das doch längst erwähnt. Und wo ist meine? Ich habe gesagt, wir hatten nur genügend für eine. Ich hatte aber keine Batterie. So, leistungsstarker Reiniger. Und den hast du dich einfach bei meinem Boot bedient. Danke. Obwohl Glas haben wir nach wie vor nicht. Ich hatte zwei Batterien gekauft. Du hast sie beide gemopst. Was wollte ich nochmal bauen? Den Recycler. So. Naja, mein Wassergerät kann ich davon. Mein Wassergerät kann ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr nutzen. Den Recycler packe ich mal neben unsere Luftfüllstation. Wo ich auch mal meinen Teil jetzt reinpacke. Draht installieren, ein Gummi. Der braucht Strom. Was? Ja, der Recycler, der braucht Strom. Hätte ich dir auch gleich sagen können. Aber wir haben ihn schon mal. Können ja als nächstes den Generator machen. Dann können wir zumindest das alte Zeug verwerten. Ich bräuchte ein Batterieladegerät. Weiß aber nicht, wie viel das kostet. Och, Kupfer, natürlich, haben wir nicht. Hätte ich auch gleich sagen können. Ich finde den Recycler aber auch sehr wichtig. Das Akkuladegerät braucht halt nur noch zwei Kupfer. Den kleinen Generator, vier elektronische Teile. Eisen haben wir.
Wir haben das Eisen, aber uns fehlen die elektronischen Dinger. Ja, und die kriegt man nur aus Stromkästen unter Wasser. Ich oder nehme man jetzt mal den ganzen Schwefel und die Holzkohle und baller das jetzt alles einmal durch. Dass wir daraus nur Schwarzpulver haben. So, Waffenteile sind erforscht. Die kosten 3 Komponenten und einmal Eisenbahn, also teuer. Die sind arschteuer. Wie viel kostet eine weitere Lampe? Also eine Fackel. Nicht viel. Hattest du jetzt eigentlich Eisen mitgebracht gehabt? Ja, haufenweise. Dann müssen wir das schmelzen. Bin schon, ich, mal. Ich bin nebenbei da dran. Aber ich mach gerade was relativ Wichtiges. Dann hau nochmal wieder Eisen rein. Einen Moment, ich mach hier oben auch noch eben kurz Licht hin. So, jetzt sieht man hier ständig auch was. Ist auch angenehmer für die Zuschauer, wenn man hier durchgehend was sieht. Guck, ist doch gleich viel, viel heller. Und die Dinger geben ja auch Wärme, ne? Naja, so viel wärmer ist es jetzt. So viel heller ist es jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber. Es ist zumindest besser. Ich sag ja, es ist zumindest angenehmer für die Zuschauer dann. Ich muss einmal meine Sauerstoffflasche wieder auffüllen. Ich habe das schon gemacht. Übrigens, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, aber da oben über der Pumpe ist auch eine Anzeige, wo du sehen kannst, wie weit der voll ist. Wenn du mal herkommst, kann ich dir das auch... Die Bomberdinger, die kann man echt einfach so absammeln. Willst du sehen, wie das Ding in voller Blüte aussieht? Nö, ist mir relativ egal. Also pro Ding 2 Baumwolle. Und ich habe sogar Samen zurückbekommen. Also ich habe, was Samen angeht, Plus gemacht. Ich glaube, ich kann ein Beet ersetzen, was du kaputt gemacht hast. Efe für einmal. Wo ist die denn? Ach ja, das hatten wir letztes Mal gar nicht mitten im Stream bemerkt. Wir können jetzt primitive Granaten machen. Wir sollten eventuell davon ein paar Mal machen, damit wir die gegen die verwenden. Ich weiß ja nicht. Die sind schon ein bisschen ressourcenlastig. Ein Seil, der Rest Metallschrott und Schwarzpulver. Und Schwarzpulver ist ja das. Das brauchen wir anderweitig. Schwarzpulver kriegen wir gefühlt hinterhergeworfen. Ich habe jetzt mal 3 Granaten hergestellt. Allein schon auch schon zum Gucken. So. Wollen wir dann zu der Insel da hinten, wo hinter den Apartments? Und da mal raiden? Ich habe auch jetzt auch Granaten, die kann man nach denen werfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die recht stark sind. Ich wollte gerade noch mal vorher was anderes machen. Also ja, du wolltest den Hai vorher noch mal töten, ne? Nee, ich wollte eigentlich vorher noch mal was anderes looten gehen.
aus der Eimer. Aber ich hoffe, dass wir irgendwie in Zukunft eine zuverlässigere Quelle kriegen für Benzin. Stimmt, können wir da auch irgendwie später Benzin herstellen? Ach du Kacke, komm mal zur Neptun, hier ist ein Hammerhai. Ja, ich komme. Dann ist der Plan halt jetzt ein bisschen anders. Ich muss nur mein Inventar leeren. Weil der ist definitiv größer als der normale Hai, deswegen glaube ich, dass der deutlich stärker sein wird. Ich kann ja eine Granate nach dem werfen. Wir müssen uns die Neptun echt merken für Loot. Weil hier gibt's ja alles. Rotalgen, Schwefel, Kupfer, Eisen. Und sogar ein Hammerhai. So, jetzt komm mal erstmal mit. Das Schwefel ist halb so wichtig. Haben keins mehr. Ich baue es jetzt ab, wenn ich schon hier stehe. Ich wollte eigentlich, dass wir erstmal die Kiste mit den Waffenteilen plündern. Ich glaube, hier sind auch wieder mehrere ineinander. Wo ist denn die Kiste? Das ist eine andere Kiste, aber die können wir auch looten. Bist du drin? Ja. Okay, dann nehmen. Junge, das waren 5 Waffenteile. Ja, ist auf jeden Fall besser, wenn wir sie finden. So, die nächsten Waffenteile sind auf dem Hauptschiff. Und zwar oben. Hier oben sind die. Und da ist auch noch einiges an Muni drin. Ja, ich sehe es. Algen direkt mitgenommen. Ich glaube, ich sehe da noch eine Kiste. Hat echt gelohnt. Ich sehe hier noch eine Kiste. Ja, wenn es eine Waffenteile-Kiste ist, warte. Und auch wenn es Komponenten sind. Ja, du kommst hier auf jeden Fall mal ran, bitte. Hier ist nämlich ultra viel drin. Eine kaputte GP20, eine Waldweste, eine kaputte 15 Metallstoff, Planken, Klebeband, genau am anderen Ende vom Schiff. Komponenten, Stoff, Gummi, Klebeband. Ich werde gar nicht. Kacke, was ist das für eine Riesenkiste? Ja, an der bin ich gerade dran. Bei mir ist das ganze Zeug da nicht drin. Wow, aber dafür Glas. Ja, nimm mit. So, mein Inventar ist voll. Ich kann nichts weiter mitnehmen gerade. Ja, du kannst ja aber zum Schiff gehen und abliefern. Ich will nicht die Farbe ändern, ich will an die Kiste. Bei mir war da nämlich ein Bauplan für ein Collection-Kabinett sowie ein. Hast du noch das Haifischding? Das ist in meinem Boot. Ich nehme es mir eben kurz. Aber nur das. Okay, du kannst zumindest nicht hier einmal überall rein, wo das bei dem Schiff ausnahmslos. Ja, ein Inventarplatz jetzt mehr. Eine Reihe meinst du wohl, nicht nur ein Platz. So, Spitzhacke, ich gehe abbauen. Na gut, so extrem viel lohnt sich jetzt auch nicht. Wo hast du denn die Kupferquelle gefunden? Die stehen hier überall rum. Auf den Felsen, magst auf du einmal dem Boden. Zu mir nochmal in das Schiff kommen? Ja, gleich. Ich baue hier einmal ist eine kurz hochwertige hin. Uhr und ein Fernglas und ein Bauplan für ein Einzelbett drin. Unter dem ein Laken ging. Ich muss erstmal kurz wieder Luft holen. Und welches Boot? Hier sind nämlich 3. Hauptding. Ich sehe dich da auch gerade runterschwimmen. Hier drin. Ach, ja, ich habe da nicht wirklich was drin gehabt. Das Einzelbett wird erforscht. Das regeneriert Ausdauer und so weiter. Haben wir ein schönes Bett? Ich hatte dort kein Bett. Wir können jetzt das Einzelbett bauen. Du hattest die geilen Sachen da drin, ich nicht. Einzelbett? Aber wir müssen uns die Neptun merken, wir haben keinen Kupfermangel mehr deswegen jetzt. Ich meine, du hast ja mein Boot gesehen, oder?
Ich habe mir nur das Teil genommen und sonst nicht viel drüber geguckt. Aber ganz ehrlich, Okay, wir bauen wir offenbar haben. mit dem anderen, also mit dem Sägeding, feine Holzplanken. Ich wüsste immer noch gerne, wo man die 9 mm Muni denn her die wo man die Pistolenmuni und all das herstellen kann. Wahrscheinlich an der Waffenproduktion, da war doch auf jeden Fall viel mit Waffen. Ah, nee, dafür gibt es separat nochmal eine Workbench dafür. Ja, hier Die können wir tatsächlich Munitionswerkbank. jetzt, ja, die können wir jetzt tatsächlich dadurch, dass wir keinen Kupfermangel mehr haben, sogar herstellen. Haben wir die 5 Bahnen? Ja, haben wir. Ich stelle die mal kurz her, dann wissen wir, wie teuer das ungefähr ist. Stell das mal hinter die in die Forschungswerkbank. Ja, mache ich gleich. Weil das interessiert mich jetzt, wie teuer das so ist. Und ob wir dafür jetzt Strom brauchen, um die zu Nee, betreiben. die anderen Werkbanken haben wir jetzt auch nicht gebraucht. Dafür ist auch dieses rauchlose Pulver. Okay. Und wie kriegt. Ah, das Um kann man. Gottes Willen brauchen wir viel Kupfer. Aber wenigstens haben die Ja. chemischen Substanzen jetzt einen Wert. Und der Stoff, den wir mit unserem Baumwoll anpflanzen. Den Amboss sollten wir auch bauen. Da weiß ich nur gerade. Aber jetzt wissen Vier wir, die Chem Eisen. jetzt wissen wir aber zumindest auch, dass die chemischen Substanzen zu den Munitionszeugs können. Ich würde den Amboss gerne bauen, weil ich glaube, dass da auch wichtiges Zeug bei sein könnte. Ich drehe dir meine Kleidung an. Reicht dir nicht, okay. Für das Visier drehst du ihn das jetzt an, oder was? Ja, und das ist scheiße teuer. Wie es scheint. Ja, lass mich sonst mal versuchen. Ich habe da jetzt ein paar Items nochmal rausgesucht, die wir so jetzt nicht brauchen würden. Also, ich kaufe das Visier jetzt erstmal nicht. Ich guck mal, ob das, was ich dabei habe, ausreichen könnte. Die Batterien kann ich momentan übrigens noch nicht kaufen. Also ich schmeiß gerade all die Schrottkleidung, die wir haben, plus alle Wertsachen, die wir hatten, rein, bis auf das Magazin, um ein Visier kaufen zu können. Also das ist schon teuer. Ich habe Und hier wir wollen ja mindestens einen Wert zwei. von 160. Und wir wollen ja zwei. Naja, dein Scooter hat 310 gekostet. Dein Wasserding da. Also ein Visier kann ich kaufen. Es würde uns nicht Ja, viel ich. bringen. Junge, warum ist mein Boot teilweise hier am Buggen? Ich war gerade beim Händler. Bin vom Boot gegangen und willst du wissen, wo ich wieder gelandet bin? Neben unserer Basis auf dem Boot. Ich bin den ganzen Weg zum Händler gefahren, habe das Benzin dafür verbraucht und wurde dann einfach wieder zur Basis zurückteleportiert. Okay, die elektronischen Teile scheinen auch teuer zu sein. Okay, mein Boot ist gerne ein bisschen was am Rumbaggen hier. Alter, wie teuer sind denn die Teile? Okay, ich kann mein Boot aktuell nicht nutzen. Alter, Mein Boot ist die am elektronischen Rumbaggen. Teile, alle 4 davon, die Person hier verkauft, ne? Sind sogar teurer als das Visier. Also ich kann das Visier nicht. Ich kann das Visier kaufen, aber das andere Ding nicht. Was kannst du nicht kaufen? Die elektronischen Teile, die sind ultra teuer bei der. Ja, soll ich das Visier jetzt kaufen oder nicht? Naja, ich versuche gerade zum Ende zu kommen, aber mein Boot funktioniert nicht mehr. Was anderes Wertvolles hat die halt nicht. Wir könnten den Erstdetektor von ihr kaufen. Das wäre wahrscheinlich auch gut, um Erze zu finden, aber das braucht eventuell auch Batterien. Nee, ich glaube, wir sehen es ja. Naja, dann schwimme ich einfach mal rüber Ich zum kaufe mal den Händler. Erstdetektor. Ja, und ich schwimme mal rüber zum Und ich Händler. guck mal, was ich vom Rest kaufen kann, den ich jetzt hier habe. Das ist echt scheiße, dass mein Boot mal wieder nicht funktioniert. Ich kann 2 elektronische Teile auf jeden Fall kaufen. Dann würde ich mit dem Rest gucken, dass ich Holz kaufe. Ja, toll, ein Holz.
Ansonsten nix. Eventuell, wenn ich dir meine Buschsamen noch anbiete. Ja, zwei Buschsamen und das reicht für zwei Holz. Ich hatte die noch im Inventar. Ja, dann habe ich noch zwei elektronische Teile und zwei Holzplanken gekauft. Aber Visier hast du jetzt nicht geholt, oder? Nee, ich habe jetzt lieber den Erstdetektor gekauft. Dann müssen wir den auch nicht craften. Okay, der braucht Strom. Aber wir haben ihn schon mal. Die Batterien haben wir auch schon erforscht, also das ist jetzt nicht das größte Problem. Der Amboss ist ja mal niedlich. Hast du ihn gebaut? Jetzt ja. Langschwert, Streitkolben. Ach du Kacke. Ich glaube, die Eisenaxt will ich haben. Ich glaube, die wollen wir tatsächlich haben. Wir wollen haben, auf jeden Fall den Kampfspeer haben. Den hundertprozentig, damit wir unter Wasser eine gute Waffe haben. Den Eisenspeer, den können wir machen, wenn wir die Eisenbarren hätten. Die Komponenten sind, glaube ich, das größere Problem. Nö. Doch, wir hätten nicht genügend für uns beide. Aber guck mal, da kann man auch auf jeden Fall gute Waffen herstellen. Die Komponenten wären nicht das Problem. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass das mit dem Benzin wie mit dem Munitionsteil zum Beispiel ist, dass das so ein Rezept ist, dass man sich irgendwo kaufen muss. Dass es mehrere Händler gibt und die alle unterschiedliche Rezepte haben. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nicht die Möglichkeit, aber eine. Kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Das wäre aber auch... Ich musste doch meine Flasche eben kurz nochmal auffüllen. Das wäre aber auch ein echt interessanter Bauort, dieses Gebiet hier. Du hast standardmäßig eine Abwehr dort. Zum einen das, zum anderen gibt es halt nur einen einzigen Eingang. Die Granate sieht lustig aus. Wenn man sie in der Hand hält. Es gibt hier halt auch nur einen einzigen Eingang bei dem Teil. Ist hier überhaupt was Lebendiges drin? Ja. Okay, die fliegt nicht so weit. Pff, niedlich. Abum! Oh, hat's denn die beiden Insel weggereckt. Stark sind sie wenigstens. Ja, die haben die Insel gekillt. Junge, die sind ja mal gar keine Herausforderung mehr. Das Waffen-Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, hier kann man durchsuchen. Oh, hier ist gut Essen drin. Komm mal eben kurz ran. Also hier sind Bohnen und Pudding. Und auch ein Energy. Ja, bei mir ist Instant-Rahmen drin. Ja, lohnt sich ja. Habe ich irgendwen von euch noch nicht gelootet? Wir brauchen aber auch wieder Scrap-Metal, also... Also die Granaten, die lohnen sich, haben wir gelernt, ne? Semi. Also für die ja, für gepanzerte Gegner später eventuell nicht mehr so. Die hat die auf jeden Fall Insta gekillt. Vielleicht, wir wissen gar nicht, vielleicht ist das auch gegen die anderen richtig stark. Hier ist wieder ein bisschen Essen drin. Okay, zwei Batterien kann ich kaufen. Für die dritte reicht es leider gerade so nicht mehr. Guck mal, kann ich noch ein bisschen... Nee, elektronische Teile nicht. Aber ich kann ein bisschen Glas kaufen. Dann nehme ich das Glas noch mit. So. Ich habe zwei Batterien. Eine kommen in den Erzdetektor. Den habe ich, glaube ich, auf dem Schiff gepackt. Ich kann mir gar keine Batterie holen. So, Erzdetektor hat jetzt mal Strom. Ob der... So wie in Subnautica ist, dass man da einfach Sachen angeben ja, kann, die man sucht. Ich kann hier meinen Copper, mein Iron, mein Sulfur. Also ich kann hier mit links und rechte Maustaste durchgehen und der zeigt mir dann so in die Richtung eine Zahl. Je näher ich komme, desto tiefer geht sie. Ist Sulfur? Schwefel. Das ist das englische Wort dafür. Deine Englischnote in der Schule war wohl nicht so gut.
Ich finde das aber interessant. Bei Eisen und bei Schwefel stehen Zahlen, aber bei Kupfer steht da unendlich. Anscheinend, weil kein Kupfer nah genug dran ist, dass er es detekten könnte. Okay, aber der Erzdetektor, der lohnt sich. Ja, wie gut nur, dass wir den auch herstellen könnten und es eigentlich unnötig war, den zu kaufen. Ich finde schon, dass sich das irgendwo gelohnt hat, weil der auch relativ teuer ist. Also der braucht 5 Komponenten, 2 Eisenbahnen und 5 elektronische Teile, also ist schon recht teuer. So, dann einmal zurückgehen, Loot Ja, ist ja eh wegbringen auf dem und Weg, ne? weitergehen. Aber warum hast du eigentlich nicht hinterfragt, warum ich so viele Schüsse hintereinander abfeuern kann? Ich hab mir schon gedacht, dass es die Pistole ist. Weil der Revolver dafür viel zu langsam ist. Weil ich hab mir die kaputte GP20 genommen. Ich hätte gern das Jagdgewehr, sobald irgendwie das herstellen können. Die Munition dafür ist eine andere Sache. Dafür brauchen wir mehr Stoff. Wir haben schon Den ein bisschen Rest, was der ist gefunden. nicht gut. So, der verbesserte Grill, den stehe ich mir daneben. Der erinnert an eine Imbissbude hier bei den Hotdog-Männchen hier. Also da hieß es einfach nur, dass der schneller ist. Naja, und mehr Kohle gibt. Als wenn wir nicht eh Wieso? schon genug hätten. Drei Stacks mitnehmen. Herd. Kochen. Ja, guck mal. Meeresfrische Platte stellt Nahrungskette wieder vollständig wieder her und erhöht irgendwas, was ich nicht lesen kann, weil der Text da abbricht. Aber wir können unser Essen jetzt. Hier steht mir. Du wirst nicht glauben, woraus man Alkohol macht. Kartoffel! Kartoffel Senpai! Senpai! Oh, Jetzt geht's. Junge, wir können einfach eine Seafood-Platte machen. Es ist Zeit, Akaya. Wir holen uns jetzt den Alkohol und dann besaufen wir uns einmal. Ja. Ich befehle das Ding gerade. Zeit für den Haben wir Alk. überhaupt. Du hast. Ernsthaft? Die gehört zur Küche. Kannst du ja mit der Umzugskiste abbauen und da hinten bringen. Warte. Ich baue sie ab, bring sie hin. Ah, geht nicht. Warte. So, wo stellen wir sie denn da genau hin? Guck mal, so, dass es Sinn macht. Die Waage kann schweben. Aber okay, es ist Zeit für den Alk. Wir besaufen uns jetzt. Kann man die Kartoffeln anbauen eigentlich? Müsste ich mal gucken. Okay, das Kochen scheint aber schon recht lang zu dauern. Aber warte mal so lange ein bisschen mit dem Fisch. Das kann ruhig bei dem alten Grill mal im Braten. Ich will gleich auch noch mal bei dem neuen was Ja, die ausprobieren. Kartoffeln kann man anpflanzen. Ich baue jetzt auch Kartoffeln an. Für den Alk. Weil daraus kann man ja Molotows machen. Nein! Ich habe Erster versehentlich einen. Alkohol. Kannst du mir deine Wasserflasche mal kurz geben? Obwohl. Warum? Ich wollte. Verbraucht der die Wasserflasche komplett eigentlich? Ja, der verbraucht sie instant komplett. Wow, das wird teuer. Kochen ist teuer. Ja, nur beim Alkohol. Nee, es gibt ja. Du brauchst für alles Wasserflaschen. Ich habe wieder meinen Hüpfespaß. Das Ding Du musst voll? auch Nö. treffen. Ich bin, glaube ich, nicht nah genug dran. Jetzt ist voll. Aber du kannst direkt dann danach auch nochmal 5 weitere reinmachen. Ich kann 6 weitere reinmachen, meinst du wohl? Ich muss meine Flasche auch nochmal wieder auffüllen. Aber wird eigentlich nur das Wasser in der Flasche verbraucht? Man kriegt das denn zurück Die oder Flasche, wird die die Flasche kriegst komplett du. weggehauen? Und das Glas selber, das kriegst du zurück. Das Akaya? war auch das, was meine Frage war. Akaya? Was? Es ist an der Zeit. Gib mir Kartoffelsenpai.
Kann man das saufen? Den kann man sich runter die Leiste ziehen und dann... Ich hab's gerade getrunken. Nein. Reduziert den Hunger- und Durstpegel. Das ist ja mal billig. Aber jetzt will ich mal was herstellen. Okay, was davon dürfen... welche Fische dürfen wir nicht auf den Grill schmeißen? Den Schnapper, den Tarpun, das große Stück Fleisch, Krabbenfleisch und Jakobsmuscheln. Guck mal, lohnt sich doch die Jakobsmuscheln. Tarpun ist übrigens... Oh, den Large Fish Meat. Ernsthaft? Das schmeißt die ganze Zeit auf den Grill. Hier, dann nimmst du wieder mit. Zitrone, Kohl und Erdbeere ergeben Salat. Ja, und das Billigste ist wahrscheinlich die Mushroom Bird Soup für uns noch. Warte. Hab alles drei jetzt mal genommen. Oh, hast schon was in... Ja, eine Vogelpilzsuppe. Na gut, aber du brauchst auch eine hier... Die Krabben, um da das halt zu kochen, ne? Ja, und? Das lohnt sich doch aber. Auch wenn da nicht steht, wie viel das gibt. Doch, das halte ich komplett voll in der Hinsicht. Also bei der Vogelpilzsuppe steht nicht, wie viel das bringt. Und wo hast jetzt eigentlich unser... Dein Ernst? Hättest du es nicht besser hinstellen können? Den habe ich mit Nagel und Hammer da befestigt. Aber ein bisschen sehr schief. Hey, ich habe ihn so gerade hingehangen, wie das Spiel mir gesagt hat, dass ich ihn hinhängen kann. Deine Pilzvogelsuppe ist fertig. Ja. Ich mach Salat. Da haben wir jetzt... Warum muss ich Salat kochen? Warum nicht? Aber ich habe dir gesagt, der Herd, da können wir uns bestimmt so Sachen craften wie bei dem Topf in Raft. Und ich das war mir auch schon klar, als ich die erste Pilzvogelsuppe gefunden hatte. Ein paar gebratene Fische können wir ruhig da drauf schmeißen. Pilzvogelsuppe. Den Bahu können wir auf den Grill schmeißen, ne? Der kann da nirgendwo drin verwendet werden. Ja, und der. Der zweite, den wir da brauchen für eines der Gerichte, das ist das, was eigentlich den Namen Wahoo bekommen hatte nach dem Grillen. Mittlerweile aber nicht mehr. Wie viele Eisenbahnen haben wir? Na, ist gerade noch eine Arbeit. Aber gibt es eine Möglichkeit, Pilze anzubauen? Du kannst vom Prinzip her, glaube ich, alles da reinschmeißen. In die Beete. Okay, der Salat, der braucht aber auch nicht besonders lang. 30, plus 30 Hydration und Nahrungswerte. Man kriegt sogar die Erdbeeren und Kohlsamen dann wieder. Wenn man Salate macht. Wie sehen denn die Kohlsamen aus? Die sehen ja richtig verpixelt aus. Naja, die sehen halt aus, wie sie aussehen. Schrecklich. Aber ich muss sagen, außer diese Chemikalien, wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wo wir das herbekommen, außer aus den Fässern unter Wasser, ist Munition eigentlich relativ günstig, die moderne Munition, weil dadurch, dass wir jetzt wissen, wo wir Kupfer herkriegen. Ja, aber es dauert halt lange, die zu craften. Ich wäre halt sogar langsam dafür, eventuell einen zweiten Ofen. Da wäre ich schon lange für. So, gegenüber von den Apartments, da wo du auch Häuser so drauf siehst. Das ist definitiv eine Mutanteninsel. Ja, ist es. Ich sehe da schon auch ein paar. Ach, warte. Ich teile mal eben kurz die Granaten auf, dann kannst du dir von mir zwei abholen. Irrelevant. Das sind keine Mutanten. Also zumindest ist da einer mit einem Gewehr auf Anschlag rumgerannt. Das sieht nicht nach Mutanten aus. Also ich dachte... Die Plünderer.
Dann können wir aber. Egal. Die Plünder kriegen wir ja Machen. auch kaputt. Warte mal, lass mich die Feuergranaten geben. Ich pack sie hinter dir in die Truhe. Die könnten eventuell ganz effektiv hier sein. Ich glaube, das sind Plünderer, die ein paar Sklaven haben. Die haben auch Stacheldraht, ne? Ich mach die Tür hier schon mal auf. Wenn es geht. Alter, wie viel hält die aus? Nee, da kletter ich lieber hier über die Seite wie du. Ich schieße sie einfach in Grund und Boden. Jo, einer hat hier einfach eine Spikes Club mit 33 Damage. Und eine Machete. Abonsal! Guck mal, die haut das auch instant um. Ja, aber die haben auch noch keine Rüstung, so wirklich. Die laufen auch nur mit Stoff rum. Waren das jetzt wirklich alle? Ich glaube nicht. Nee, hier ist bestimmt irgendwo noch ein Fernkämpfer. Hier oben ist keiner. Oh, hier ist eine Kiste mit Waffenteilen. Kommst du? Bist du dran? Ja. Das ist sogar nochmal ein Jagdgewehr für mich. Also nochmal kaputtes. Können zwei jetzt herstellen. Da ist noch ein Gegner. Okay, hier ist zwar ein Schrank unten gewesen, aber der war es nicht wert. Glaub mir, da war nur ein Hemd drin. Wo hast du den Gegner gesehen? Weiter oben. Den habe ich schon umgeschossen. Den Gegner, den habe ich schon umgeballert. Ach, da ist noch einer. Ja, ich bin in ihn reingesprungen, ohne es zu sehen. Oh, wo ist der mit dem Gewehr hier rumgerannt ist? Ich glaube, den haben wir schon längst über den Haufen geschossen. Das war, naja, ich bin das war der, der von mir in die Luft gejagt wurde. Ich habe Flipflops. Naja, wir waren ja auch ziemlich schießwürdig hier unterwegs. Aber hey, siehst mal von der Seite, wir haben wieder Holz. Und wir wissen, dass wir auch die Plünderer schaffen. Die haben wir doch schon ein paar Mal getötet, also mich hat das jetzt nicht gewundert. Wir haben noch keine Plünderer geradet. Doch, auf der einen Insel. Ach ja, stimmt, einmal auf dieser ganz kleinen Insel. Akaya? Was? Darf ich dir meine Keule zeigen? Darf ich dir meine Keule zeigen? Ach, hast du auch eine Stachelkeule gefunden? Hier ist eine Kiste. Ja. Ja, warte, ich muss mal kurz Sachen wegschmeißen ins Boot. Vier Komponenten sind drin. Ja, warte. Die haben viel zu viel Sachen einfach. Ich habe hier auch noch mal eine Axt von denen bekommen, die wir ohnehin schon haben. Oh, hier geht's noch mal eine Etage runter. Ja. Da ist ein Tresor, sehe ich gerade. Und schon komme ich hinterher. Jo, Diamantring, und ich kann dir jetzt auch einen Footballhelm machen. Ja, ich sehe dasselbe Inventar, eine Sanduhr. Boah, die kommt neben unser Bett. Ich habe keine Sanduhr, also du siehst nicht dasselbe. Der Herd hier hat zwar nicht so viel, aber wir können ihn auch doppeln. Jetzt sucht er das Waffending. Ja. Such, mein Jagdgewehr. Kleiner. Jagdgewehr. Ja, und du hast sogar auch schon etwas Muni dafür, zumindest. Also, ich habe schon ein. Ich habe hier schon ein bisschen was auch geplündert. Gewehrpatronen. Kann ich mal das Visier von dir haben? Einfach nur, damit ich es da drauf packen kann zum Testen. Wie nutze ich das? Das ziehst du da einfach rüber. Bei mir ist das nicht drauf.
Ja, eben. Ich habe es mir nämlich rüber dargezogen, wo du die Zubehördinger reinklatscht, sonst auch so, aber irgendwie ist da nichts. Ich gehe mal gerade die Tasten durch. Vielleicht muss man eine Taste drücken, damit der das draufpackt. Das wäre zumindest noch die beste Option. Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich nichts vor der Nase habe. Umschalten ist es auch nicht. Gut, damit hätte ich rechnen können. Ah, jetzt hat er es Moment. draufgepackt. Ich weiß nicht, mit welcher Taste er es gemacht hat. Wow. Aber das ist jetzt drauf. Trotzdem hätte ich es denn gerne auch wieder. Das ist schon sehr genau. Ich weiß aber nicht, wie ich es draufgepackt habe. Warte, ich probiere noch mal. Ich nehme es mal kurz runter. Ah, ich verstehe. Wie? Der packt das automatisch drauf, sobald du die Waffe einmal ausgewählt hast, zu einer anderen wechselst und wieder die Waffe selber auswählst. Dann packt er es drauf. So hab's ihn geworfen. Und der Witz ist, ich hab's immer noch drauf gerade. Bei mir ganz ist das aber nicht drauf. Du musst einmal wechseln und dann Selbst wieder mit zu der Waffe. Ja, vielleicht ist ja, sie nicht selbst mit kompatibel. Klicks. Scam! Das ist eine moderne Waffe. Ja, wenn sie bei dir nichts bringt, dann gib mir das Visier. Bei mir bringt sie ja was. Das ist ein Scam. Bei mir bringt das Visier wenigstens was. Und ich habe ein bisschen Schaden genommen, anscheinend, weil meine Rüstung zumindest etwas kaputt war. Ich sehe Mr. Krabs. Jagdgewehr rausholen. Wenn wir einfach mittlerweile schon so crazy sind, dass wir einfach die Krabben mit Schusswaffen jagen. Mit Jagdgewehr. Kriege ich auch den Vogel damit gut getroffen? Down. 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 Ich schieße hier gerade alle Vögel runter. Ich hoffe, du sammelst die wenigstens auch ein. Ich habe teilweise Weil nicht. das Vogelfleisch, das brauchen wir. Also die liegen hier auf der Insel irgendwo verteilt. Ich weiß nur nicht, wo alle liegen. Dann sammelst sie ein. Also zwei lagen hier oben auf dem Felsen. Ich kann die, also mit dem Jagdgewehr kannst du die Vögel echt gut treffen. Naja, du hast aber auch ein Visier. Ich habe das Visier gar nicht genutzt dafür. Der Schuss, der fliegt so schnell und straight. Die fallen instant. Ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ich muss hier eine Wand abreißen. Man kann die leider nicht mit der Kiste aufsammeln. Ich habe es schon probiert. Ich habe zwei von vier Vögeln eingesammelt. Ich weiß nicht, wo die anderen beiden liegen. Ich glaube, es ist nicht zu übersehen, welche Wand weg muss. Aber die hat halt 3K Haltbarkeit. Warum nutzt du den Speer und nicht die Axt? Ich will dich nicht hauen. So. Ich habe mir den Kampfspeer geholt. Und ich habe mal unseren Grill kaputt gemacht. Drei weitere Eisen und ich habe dann auch eine Axt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo die Vögel runtergekommen sind, ne? Aber die kannst du mit dem Jagdgewehr echt gut runterschießen.
Ich düse mal bei Neptun vorbei. Wir haben übrigens unsere erste Meeresfrüchteplatte. Aber wenn man mal guckt, wie groß die Map an sich noch ist, ey. Wir haben halt, glaube ich, noch nicht mal die Hälfte erkundet. Ich sehe hier einfach ein... hier ist einfach ein Vergnügungspark. Den sehen wir uns beim nächsten Mal an. Da ist noch ein Hammerhai. Okay, jetzt wissen wir, der Vergnügungspark hat auch noch mal einen. Ich habe da nämlich nur das Riesenrad aus dem Wasser rausgucken sehen. Bin einmal kurz unter die Wasseroberfläche gegangen und habe direkt gesehen, yo, ein Hammerhai. Kupfer und Kupfer ist nicht mehr das Problem für das Akkuladegerät, aber zuallererst müssen wir wirklich auf einen Generator gehen. Ja, weil vorher können wir sonst eh nicht laden. Okay, das sind Marlins. Warte mal, ich weiß ja, wo Marlins sind. Ich kann ja mal kurz testen gehen, wie schnell die tot sind. Es sind ja sogar eigentlich direkt an der Basis welche. Theoretisch ja. Dann teste ich mal eben kurz, wie schnell einer tot ist. Ist hier bei der Villa irgendwo der Hai wieder gespawnt? Irgendwie meiden mich gerade die Vögel. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Hast ja auch hier keinen Mord an denen begangen. Aber der Hai ist ja mittlerweile gar keine Herausforderung. Zwei Schläge. Zwei Schläge, dann sind sie tot. Aber theoretisch gibt es jetzt nichts mehr, was wir irgendwie für immer voll looten können, weil die Sachen respawnen jetzt relativ schnell wieder. Ich sehe noch ein Auto, das nehme ich direkt mit. Ach, schade, war eins von den schlechten. Aber die Kisten, die brauchen teilweise etwas länger als nur so ein bisschen zum Respawn. Also die Kisten brauchen generell wohl etwas länger. Dann mache ich das mal so. Guck mal. Ich habe da noch was Wichtiges gerade getan. Guck mal zu unserem Fischfangnetz. Das Einzige, was nicht reingepasst hat, ist wieder der Reparaturhammer, der miese. Ich habe jetzt noch drei weitere Fischfangnetze dahin gepackt an der Stelle. Auch wenn das irgendwie nicht ganz so wichtig ist. Ja, aber jetzt haben wir eine Fischquelle. Warte, nee, ich muss noch meine Fischflossen und meine Kopflampe wegpacken. Die Kopflampe wird später noch so wichtig, ey. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich alles weggepackt. Okay, dann mache ich jetzt speichern. Und dann mache ich zurück zum Hauptmenü. Wie gesagt, wir trauen den Updates nicht, deswegen packen wir unser Inventar jetzt immer weg, bevor wir rausgehen. Wir haben Basis ja jetzt auch alles verkraftet. Inventar tut's nicht. Richtig, Update kann unser Inventar löschen, wenn der Charakter verbuggt ist oder uns nicht möglich macht, dass wir den nutzen können. Aber wenn wir die Welt noch nutzen können, dann können wir ja wirklich da einfach an die Kiste gehen und unser Inventar wiederholen. Es ist wirklich nicht so, dass es in diesem Spiel Skillpunkte gibt, die der Charakter sich ansammelt oder irgendwas in der Art. Noch nicht zumindest. Eventuell gibt es später irgendwie so ein kleines Level-System, was ich irgendwie sogar auch ganz okay finden würde, wenn man HP und Stamina zum Beispiel erhöhen könnte denn noch. Weil aktuell hat man da echt nicht so viel von. Oder Abbaugeschwindigkeit oder vielleicht so Rabatt beim Händler wäre auch ganz schön. Sowas oder wie Charisma. Oder halt Loot-Luck oder sowas. Richtig. Also in der Hinsicht, dass man da vielleicht später was skillen kann. Aber auf jeden Fall, Leute, der Stream ging lang genug. Also bei uns jetzt so 4 Stunden, halbe Stunde ungefähr davor weggerechnet, weil Akai ja erstmal Schwierigkeiten beim Joinen hatte. Das seht ihr nicht, aber ja, hatte Ewigkeiten gedauert, bis Akai ja wieder joinen kann. Das ist bei dem Spiel leider normal. Da gehen wir extra schon eine halbe Stunde vor dem Stream ran.
Sofern es möglich ist. Das wird für mich eine Heidenarbeit, das später zu schneiden, auch wenn ich beispielsweise so Loot-Touren und so weiter ja natürlich sehr stark zusammenschneiden kann. Es wird wie bei Raft sein, Leute. Der Stream vielleicht so 3, 4 Stunden, das Video am Ende halbe Stunde, Stunde. Je nachdem. Was neu ist, das zeige ich auf jeden Fall in der YouTube-Gemeinschaft. Was nicht neu ist, kommt raus. Beispielsweise auch, wie wir da ewig lang jetzt in der Basis rumgehangen haben und das Zeug gefarmt haben, da wird es wahrscheinlich auch sehr einen starken Cut geben. Also das hat Twitch gesehen, aber YouTube wahrscheinlich eher weniger. Ich meine zum Beispiel, wie wir da 20 Mal den Ofen befeuern, ist jetzt nicht bedingt das Interessanteste auf der Welt. Wie ich den irgendwie 30 Mal befeuern meinst du wohl? Weil das Kupfer und das habe ich ja alles gemacht. Naja, jedenfalls, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß an der Stelle beim Zusehen. Wenn ja, später ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich von der YouTube-Gemeinschaft als erstes an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.